Gönn, 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 gönn. Ja, let's go, wie schnell. Helium-Boxer feiert seinen ersten Geburtstag. Zur Feier des Tages kommt am 1.6.2020 um 15.15 Uhr die neue Geburtstagsbox raus. Erhältlich auf www.scheißboxer.shop. Limitiert auf 5000 Stück. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Puki, schön, dass du wieder dabei bist. Und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Brawl Stars! Was geht ab, Leute? Ich bin hier auf meinem Main-Account. Nach langer Zeit mal wieder. Ey, ich muss echt sagen, ich muss mal wieder mehr auf den Main-Account pushen. Aber Leute, darum soll es heute gar nicht gehen. Denn heute kommt der neue Brawler Nani raus. Es ist jetzt ganz kurz vor Release. In 17 Minuten ist Nani verfügbar. Ich werde ihn gleich in diesem Video hier aus einer kostenlosen Brawlbox ziehen. Oder aus einer kostenlosen Big Box mal gucken. Ich habe noch über 579 Brawlboxen am Start, Leute. Das sind die letzten. Mehr kann man eigentlich nicht mehr sammeln. Also man kann nie noch mehr dazu bekommen, weil, ja, jetzt gibt es ja den Brawl Pass und die habe ich zum Glück noch vor dem Update alle gesammelt. Heute werden auf jeden Fall ein paar dafür draufgehen. Ich hoffe mal, ich muss nicht allzu viele öffnen. Leute, bevor es jetzt aber losgeht mit diesem Opening Part, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal kostenlos. Aktiviert die Glocke, Leute. Wir sind bald 1 Million Abonnenten. Es fehlen nur noch 14.000 oder so. Also, let's go. Wir kriegen das auf jeden Fall gemeinsam hin und ja, ich würde sagen, jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung bis zum Release, aber noch eine ganz kurze Sache, Leute, wer es noch nicht ausgecheckt hat, ihr könnt ab jetzt die Scheißboxer Geburtstagsbox kaufen auf www.scheißboxer.shop. Leute, checkt die Box auf jeden Fall ab. Gönnt euch einfach mal dieses Schmuckstück, Leute. Ich hoffe mal, ihr wisst mittlerweile, was in dieser Box drin ist. Wir haben auf jeden Fall, ich klapp's nochmal kurz auf, erstmal eine sau hochwertige Box, die richtig schön am Glänzen ist, aus richtig schön dicken Karton. Ja, dann haben wir hier noch einen Luftballon drin, das ist auf jeden Fall schon mal nice. Eine handsignierte Autogrammkarte von Marvin und mir. Ein Helium-Boxer-T-Shirt in schwarz. Dann haben wir noch ein neunteiliges Sticker-Set drin. Und ein Mikrofaserhandtuch vom Scheißboxer, Leute. Richtig, richtig nice Sache. Und zu guter Letzt noch eines von 3 Scheißboxer-Postern, Leute. Checkt auf jeden Fall die Box ab. Und gerade läuft auch noch ein Gewinnspiel. Das heißt, ihr könnt aktuell ein iPhone 11 Pro Max mit 256 GB gewinnen, wenn ihr euch so eine Box holt. Unter allen Bestellungen bis zum 30. wird sozusagen das iPhone verlost und die Gems, ja, beziehungsweise 500 Euro iTunes oder Google Play Guthaben. Leute, macht auf jeden Fall mit, gönnt euch eine Box, solange sie noch im Shop verfügbar ist. Und jetzt würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim Opening. So, Leute, es ist jeden Moment soweit. Nani kommt gleich raus. Oh mein Gott, der Countdown läuft auf jeden Fall. Seit wann sieht man den Countdown auch hier in der Übersicht? Wir sind gleich bei 10 Sekunden. Oh mein Gott, Leute. Let's go. 10 Sekunden, dann kommt Nani raus. Brawler demnächst verfügbar. Come on. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und Nani ist verfügbar ab jetzt. Und da kam gerade eine E-Mail rein. Oh mein Gott, let's go. Leute, jetzt wird erstmal Nani aus einer kostenlosen Brawlbox gezogen. Und ich will Nani auf jeden Fall vor den anderen YouTubern ziehen. Also vor Lukas, vor Clash Games, vor Marvin, vor Jonas, vor Big Spin. Ja, ich gucke dann auf jeden Fall gleich. Ich habe die ja alle in der FL, glaube ich. Also Big Spin, weiß ich nicht. Aber Marvin, Lukas, Kevin auf jeden Fall. Und dann schauen wir einfach, ob ich als erstes hier Nani gezogen habe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Ganze jetzt hier klappt. Ich beeile mich natürlich aus den kostenlosen Brawlboxen. Und ich habe mir so vorgenommen, dass ich, ja, nicht unter 400 Boxen gehen werde. Also ich will mir noch ein paar Boxen aufheben, einfach für besondere Momente, weil man kann diese Boxen nie wieder ansparen und das finde ich halt einfach so schade. Deswegen muss das, ich kann ja auch voll speeden, ich kann ja auch voll durchspeeden, dann geht das ja viel schneller. Let's go, komm. Ich finde das nämlich total schade, dass man die einfach nicht mehr erfarmen kann und dass das jetzt die letzten sind, die hier gerade noch am Start sind und man kann sich nie wieder so eine Summe an Brawlboxen erfarmen, finde ich halt echt sehr, sehr traurig. Aber Leute, heute werden wir die noch mal gut nutzen. Und ja, für sowas habe ich die auf jeden Fall auch aufgehoben, dass ich jetzt hier einfach mal Nani ziehen kann aus einer kostenlosen Brawlbox. Jetzt komm, gönn, 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 gönn. Ja, let's go, wie schnell ging das denn? Das war keine Minute, Digga. Das war keine Minute. Ich habe Nani ja sowas von direkt gezogen. Wir gucken jetzt mal kurz nach. Wir gucken mal kurz nach. Ich muss das vor den anderen gezogen haben. Okay, wir gucken mal, wie es bei Lukas aussieht. Lukas Profil. Lukas hat ihn noch nicht. 36 von 37. Okay, dann haben wir Marvin. Der hat... Marvin hat ihn gerade schon gezogen. Okay. Und Kevin hat ihn auch noch nicht gezogen. Oh mein Gott. Es kann wirklich sein, dass ich der Erste war. Ich weiß es nicht, ob Marvin vielleicht sogar vor mir war. Aber Leute, das ging ja mal mega, mega schnell. Wir haben Nani am Start. Holy shit, da ist er auch schon.
Oh mein Gott, endlich habe ich ihn wirklich auch hier in-game und nicht nur am Developer-Bild. Oh mein Gott, ich bin so hyped, Leute. Wir können uns jetzt hier noch ein paar große Boxen gönnen, würde ich mal sagen. Einfach für die Powerpunkte. Wir könnten auch gleich ein paar Megaboxen öffnen. Generell, Leute, ich weiß gar nicht, ob Nani vielleicht im Shop ist. Falls er bei euch im Shop ist und ihr euch ihn kaufen möchtet oder generell Boxen oder irgendwas, gerne mal Creator-Code Pookie eingeben. Denn, falls ihr es noch nicht wusstet, bei jedem Kauf mit Gems unterstützt ihr mich damit kostenlos. Denkt daran, alle 7 Tage neu eingeben. Und ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr müsst nicht mich eingeben, ihr könnt auch einen anderen Creator eingeben. Macht auf jeden Fall das. Also gebt irgendeinen Creator ein, bevor ihr es vergisst. Ja, und macht das alle 7 Tage neu, Leute. Wir holen uns jetzt hier erstmal die ganzen Powerpunkte ab. Let's go. Und das war es erstmal mit den großen Boxen. Ja, dann würde ich sagen, hole ich mir fast noch ein paar Megaboxen, wenn ich ehrlich bin. Warum nicht? Wir haben ja auf jeden Fall noch genug Gems übrig. Dann können wir Nani direkt heute auch maxen und die Star Power ziehen, Leute. Das wird auf jeden Fall eine feine Sache. So, und das waren jetzt die letzten Powerpunkte für Nani. Das heißt, ich kann Nani jetzt erstmal von Power 1 durchgehend upgraden auf Power 9. Nani ist schon mal auf Power 9. Das heißt, wir können Gadget und Star Power ziehen, Leute. Aktuell gibt es erst eine Star Power, die draußen ist. Übrigens, mir ist auch aufgefallen, jetzt ist sie gerade nicht mehr im Shop. Aber die zweite Star Power für Gale ist endlich rausgekommen. Wann habe ich denn die? Gekauft oder habe ich die gerade irgendwie gezogen aus der Kiste und das wurde wieder geskippt? Lol. Keine Ahnung, was da abgeht. Ist aber egal. Heute geht es nicht um Gale. Heute geht es um Nani. Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch die ein oder andere Star Power ziehen. Also ja, es gibt nur eine Star Power. Deswegen let's go. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich öffne dafür einfach mal die Megaboxen. Come on. Digga, wie viel Gold da überall drin ist. 650. Oh mein Gott. Come on, oh Gott, das wird schon wieder so teuer. Das wird schon wieder, ja, let's go, wir haben die Star Power. Holy shit, let's go, wir haben schon mal die Star Power Nummer 1. Ja, je weiter Piep fährt, desto mehr Schaden verursacht er. So richtet er bis zu 2500 zusätzlichen Schaden an, Leute. Ich hab's euch ja schon am Developer-Bild zeigen können. Jetzt haben wir das Gadget auch noch gezogen. Das ging so schnell, innerhalb von 4 Minuten jetzt alles gezogen, was wir brauchen. Das heißt, Nani ist jetzt bei mir einfach schon maxed out nach 4 Minuten. Das ist unfassbar krass, Leute. So, wir wählen jetzt Nani nochmal aus. Also, ich habe ihn eh ausgewählt und ich würde sagen, wir gehen damit jetzt direkt in eine Solo-Showdown-Runde. Ich bin gespannt, wie viele Leute jetzt hier tatsächlich Nani spielen werden. Ich denke mal, es werden jetzt nicht ultimativ viele sein. Übrigens, Leute, vergesst bitte nicht, ich werde heute um 15.15 Uhr streamen, weil das Video kommt ja jetzt logischerweise früher. Deswegen werde ich um 15.15 Uhr live streamen und Nani wirklich von 0 auf 500 hochpushen. Und das vermutlich dann im Brawl Ball in 3 vs 3. Ich weiß noch nicht, ob der für Duo-Showdown so wirklich krass geeignet ist. Holy shit. Jetzt bin ich so gespannt. Oh mein Gott. Da kann man schon gut Damage rausballern. Da kann man... Oh Gott, ich habe ein Problem. Da kann man schon gut Damage raushauen. Come on, was mache ich? Okay, die rollen aufeinander. Let's go, dann machen wir mal folgendes. Let's go, zack. Let's go. Oh mein Gott, ja Gott. Dang. Oh, scheiße, Alter. Ja, also Nani ist nach wie vor sauschwer zu spielen, aber ist auf jeden Fall echt ein starker Brawler. Danke auf jeden Fall für die Cubes. Lol, er gönnt einfach weiterhin. Er gönnt einfach weiterhin die ganzen Cubes. Ehrenmann auf jeden Fall. Zack, zack und komm, komm, komm. Oh mein Gott, ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem, ich hab ein Problem. Alter, Nani ist echt nicht easy zu spielen. Nani ist wirklich nicht easy zu spielen. So, wir schicken jetzt mal Piep los. Let's go, zack. Der ist schon mal down. Holy shit. Das ist so geil, ich schwör's euch. Nani macht einfach mega mäßig Bock. So, wo ist der letzte Gegner? Wo versteckst du dich, mein Lieber? Wo versteckst du dich, mein Lieber? Irgendwo. Ja, da ist auch schon. Komm, roll auf mich. Let's go. Trau dich. Trau dich. Oh mein Gott. Easy. Easy going, Digga. Wie schnell ging das denn? Holy shit, Leute. Komm, wir machen noch eine letzte Runde mit Nani. Leute, ich finde das einfach so krass, dass Nani jetzt endlich draußen ist. Das ging irgendwie so schnell. Also, irgendwie die Wartezeit auf Nani war gar nicht mal so lang. Ich bin echt gespannt, wann dann der nächste Brawler rauskommen wird. Aber ich glaube, damit müssen wir uns jetzt erstmal nicht befassen. Jetzt muss ich erstmal lernen, wie man überhaupt mit Nani wirklich gut spielt. Weil das ist absolut eine Riesen-Challenge gerade noch für mich. Und ich denke mal auch für euch alle. Also, wer Nani wirklich gut spielen kann, der hat echt meinen vollsten Respekt. Weil dafür muss man wirklich eine lange Zeit üben, meiner Meinung nach. Und ich denke mal, das wird nicht instant funktionieren. So, let's go. Ems ist auf jeden Fall schon mal down. Zack, zack, zack. Let's go. Okay, okay, das war richtig close. Das war richtig, richtig close. Wir haben aber noch überlebt. Leute, ich muss die Runde auf jeden Fall gewinnen. Dann haben wir hier beide Runden mit Nani gewonnen. Die ganze Mitte ist auch noch gefühlt voll. Oh mein Gott, ich hole mir die ganze... Oh mein Gott. Oh mein Gott. LOL. Oh, one hit. Einfach mal one hit, Digga. Was? Okay, ich muss noch eine machen. Ich muss noch eine ganz kurze Runde machen. Das macht ja so Bock mit Nani, Alter. Holy shit. Wie viel Damage macht er einfach mal, Digga, wenn der ein paar Cubes hat?
Alter, ich one-hitte gefühlt jeden Gegner. Ich one-hitte auch mit Frank mit 10.000 Leben gefühlt, wenn ich 15 Cubes habe. Das ist schon ultra, ultra heavy, Alter. Das Aimen ist jetzt noch nicht so ultra krass ausgeprägt bei mir, würde ich mal sagen. Aber so langsam geht es ja auch schon klar. Vor allem Auto-Attack funktioniert auch ganz gut, wenn die Gegner halt direkt in mich reinlaufen. Ja, das kann man dann hin und wieder auch mal nutzen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier in der Mitte noch irgendwas am Start ist oder ob schon alles gelootet wurde. Oh, das sieht doch lecker aus. Die ganze Mitte noch am Start. Okay, dann würde ich sagen, bediene ich mich hier erstmal. Da kommt jetzt tatsächlich auch ein Bow. Ich kann mich hier immer hinter den Kisten so ein bisschen verstecken. Dann kriege ich eh gefühlt gar kein Damage. Zack, zack. Und Bow ist auf jeden Fall schon mal down. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, wir schicken Piep. Ich weiß nicht, was... Nein. Lost. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, das war gerade Lost. Ist aber nicht so schlimm, Leute. Ich würde sagen, das war's jetzt hier mit dieser Folge. Ich habe Nani gezogen vor allen anderen, Leute. Let's go. Ich glaube, ich könnte sogar der Erste gewesen sein. Also mit Marvin ziemlich zeitgleich. Muss ich mal gleich im Stream nachgucken, wie lange er gebraucht hat. Leute, das war's jetzt hier mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal gerne mal kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.